Heute habe ich wieder Zuschauerpost zum Zerlegen da. Und zwar hat Markus mir diese zwei Gerätchen zum Zerlegen und Reinschauen geschickt. Ja, die lagen schon eine ganze Weile. Da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. Ich bin dabei, meine InQ langsam aufzuarbeiten. Erzähle ich ja jedes Mal. Gut, reden wir nicht lang rum. Fangen wir einfach mal an. So, normalerweise ist das Ding gar nicht so leicht zu zerlegen. Schauen wir mal, ob es irgendwie geht. Aha. Also ich habe gelesen, dass das Ding schwierig zum Zerlegen sein soll. Deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass es schon kaputt ist, weil, oh, da wär's ja blöd. Okay? Das ist wieder etwas, was man nicht nachmachen sollte, weil das ist tatsächlich zerstörendes Öffnen. Hei. Also ich glaube, so als iPhone-Reparateur sollte ich mich nicht bewerben. Das macht überhaupt keinen Spaß. Dieses zusammengeschnabbelte Dingens da, das ist ein Graus. Erst wollte ich es wirklich, mehr oder weniger minimalinvasiv zerlegen. Das kostet zu vergessen. Also das Zeigel ist zusammengeschnallt. Unglaublich. Und nur für die Akten, ich habe schon Handys repariert, die dann auch noch funktioniert haben. Es gibt übrigens ein Video als Beweis. Aber das hier ist... Also Schrauben. Macht, nehmt Schrauben, Leute. Schrauben. Schraubennetz. Zusammengestecktes Zeug mit Metall. Ist dann kein Mensch mehr auseinanderkriegt. Man muss jetzt diese ganzen Haken hier, die muss man alle rausdrücken. Und für Gerät, das kaputt ist, ist das vom Zeitaufwand her einfach nicht machbar. Nicht darstellbar, sagt der Business Kasper von Welt eigentlich. Da unten ist der Akku, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, das war ja einfach. Boah, also so solltet ihr das nicht machen, nicht nachmachen. Hier ist das Akkule. Weiß nicht, scheint vielleicht ein bisschen aufgeblasen. Und jetzt kommt der interessante Teil. Das ist einer von den iPods mit einer Festplatte drin. Ja, genau. In dem Ding, da ist eine Mini-Festplatte. Das ist so geil. Aber das schauen wir uns mal an. Weil den Akku, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt angucken. Klar. Weil wenn ihr so anguckt, noch, das ist sehr minimal. Aber der Vollständigkeit halber. Das sieht so aus, wie wenn der jetzt hier direkt... Hier ist der On-Off. Und dann wird der Chip hier von dem versorgt. Und wie viele Leitungen gehen da weiter? Gut, klar, Audio geht natürlich zum Hauptboard. Aber auch der Teil. Interessant. So, und jetzt haben wir dieses mikromechanische Wunderwerk dieser Festplatte. Ist natürlich klar, dass sich das langfristig nicht durchgesetzt hat, aber ihr könnt euch noch an die Zeiten erinnern, als Flash-Speicher nicht bezahlbar waren. Da hatten so die ersten MP3-Player irgendwie, wie viel? Irgendwas in Megabyte, ne? Da ging halt so, wenn man Glück hatte, so das Äquivalent einer CD drauf. Und so eine CD in MP3 sind so 50, 60 Megabyte. Wie konnte ich so naiv sein und denken, dass man mit einem normalen Schraubendreher, Zieher, das aufkriegt? Das Ding ist schon putzig, gell? Die gab's auch mal in einer Form einer CF-Karte. Also das ist dann nochmal kleiner. Das, wie sind die Microdrives, gell? So, jetzt habe ich eine Weile dran rumgeschraubt an dem Teil. Ein H09-Bit war es nachher. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ist aber wurscht. Ihr wisst ja schon, das übliche Werkzeug könnt ihr dafür verwenden. Dann passt es schon. Links natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke, auf ähnliches Werkzeug. Sonst fragt's nochmal nach. Gut, da ist noch Schraube drin. Und jetzt auf damit. Ich bin schon so gespannt. I'm so excited. Geh auf. Warum gehst du nicht auf? Die Dinger sind natürlich luftdicht, aber eigentlich eher staubdicht. Normalerweise verbackelt. Also normalerweise haben die ein Druckausgleichsdingens. Das ist meistens entweder hier irgendwo... habt ihr wieder... da ist eine Schraube drunter versteckt. Irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann wahrscheinlich. Da. Das ist wie an Ostern. Und Weihnachten zusammen. Ausbackeln, suchen... das sind zwar Rippen, aber keine Schrauben. Sollte ich mich getäuscht haben, weil manchmal ist da extra eine Schraube drunter, damit man das Siegel brechen muss. Ja, man hört das ganz leicht so wst machen. Da ist ein, ich denke mal, da ist ein relativ gutes Dichtteil dazwischen. Und hier geht's jetzt irgendwie schwerer. Jetzt würde ich mal vermuten, dass da noch eine Schraube ist. So, das war so klar, da ist sie. Boah. Das ist doch eine scharfe Geschichte, hä? Ist natürlich jetzt schon ein bisschen dreckert, aber ich finde das unglaublich, was heutzutage möglich ist. Ja, da seht ihr die Schreibleseköpfe, ne? So, lalalala. Die bewegen sich dann hier rüber. Die Platte rotiert hier. Hier eigentlich nicht hingehören. So, okay. Da dreht sich die Platte einigermaßen frei, also das Lager ist okay gewesen. Wenn ihr das dann hier anschaut... Das sind die Schreibleseköpfe hier. Und die werden hier durch diesen Aktor bewegt. Und das Ganze ist eine Platte, also haben wir Vorder- und Rückseite natürlich. Und normalerweise ist es so gemacht, dass wenn die Platte ausdreht, also wenn man in den Strom wegzieht,
dass er jetzt knarzt, dass es die auf den sicheren Bereich zurückzieht. Jetzt, was ich gemacht habe, ist natürlich hochgradig böse. Hochgradig böse deswegen, weil durch die Rotationsgeschwindigkeit liegen diese Köpfe auf einer ganz leichten Luftpolsterung auf. In dem Moment, wenn er den Strom wegzieht, sollte noch so genug Energie drin sein, damit hier dieser Mechanismus hier, also das ist normalerweise ein starker Dauermagnet, da kannst du übrigens aus Festplatten schöne Neodym-Magnete rausholen. Und wenn man dem einfach den Strom entzieht, dem ganzen Spaß, dann wird der Kopf hier wieder noch mit der restlichen Energie zurückgezogen oder eben durch die reine Physik. Es sollte eigentlich auch noch irgendwo ein sicheres Landing Area sein, aber da bin ich jetzt hier, da sehe ich jetzt hier nichts. Ja, hier ist der Neodym-Magnet. Und wenn ihr gedacht habt, wir sind fertig, natürlich nicht, weil das ganze Teil hat ja natürlich noch eine Rückseite. So, jetzt interessiert mich natürlich noch, was ist unter der Platine? Und weil wir gerade bei interessanten Bauteilen sind, wir haben einen neuen Sponsor. Und zwar hat LCSC angeboten, dieses Video zu sponsern. Bei LCSC könnt ihr Bauteile bestellen. Und zwar direkt in China, zum Beispiel direkt über die Suche, könnt ihr bestimmte Bauteile suchen. Oder ihr könnt natürlich auch parametergestützt suchen, sieht man hier. Und dann eben gucken, welches Bauteil für euch passt. Ich habe es jetzt hier auch für Elektrolytkondensatoren gemacht. Wie auch immer, schaut einfach mal bei LCSC vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und nochmal vielen Dank für die Unterstützung dieses Videos. Und jetzt weiter zur lustigen Zerlegerei. That is very spannend. Indeed. Das ist ein Stecker. Wahnsinn, Wahnsinn. Zu dem Mechanismus hier. Kommen wir dann später. Also das ist einfach nur die Leitung, die von den Schreibleseköpfen hier rübergezogen wird. Das Flachbandkabel hier. Ich glaube, ich muss mir mal von der anderen Seite noch der Sache nähern, weil auf der Rückseite sind ja auch noch jede Menge Schrauben. So. Ui. Ja, ich habe mir jetzt gerade mehr erwartet. Oh. Abschirmung. Ja. Das ist der Motor, der den ganzen Spaß antreibt. Also die Platte selber. Ah. Ja, mal, wenn man nicht aufpasst, gell. Das ist die Steuerplatine. Und hier oben, sind die Anschlüsse, die hier den Motor kontaktieren. Das sind die Anschlüsse hier, die mit den Schreibleseköpfen kommunizieren. So, viel mehr sieht man leider nicht. Normalerweise ist da ein ARM-Prozessor drauf, der den ganzen Spaß regelt. Da ist noch ein Block. Tantal wahrscheinlich. Ich würde sagen, das ist ein Flash. Wozu brauchen die Dinger Flash und so weiter? Das wurde bei der Einführung von den PATA-Platten geändert. Das kennt ihr vielleicht nicht mehr. Früher die MFM- oder RLL-Platten. Die hatten eigentlich nur, die hatten zwar eine große Platine, aber nur Verstärker drauf. Das ist jetzt arg vereinfacht, ich weiß. Da musstet ihr sogar die kaputten Sektoren, jede Platte hat kaputte Sektoren, die musstet ihr im BIOS eintragen. Und die Platte hat einen Aufkleber. Das Zeugs hier, wenn es eine Parallel-ATA-Platte ist, was ich jetzt mal vermute, da wird das, sagen wir es mal, abstrahiert. Ihr habt keine Bad-Sector-Liste mehr. Ah ja, das führt jetzt zu arg ins Detail. Machen wir die ganz Kurzfassung. Der Controller hier weiß, welche Sektoren kaputt sind und was so auf der Platte passiert. Es kann auch sein, dass diese Bad-Sector-List auf der Platte dann steht. Ja, da kann man sich natürlich unterhalten, wie sinnvoll das ist. Weil es gibt immer wieder Leute, die das hinkriegen, wenn eine Elektronik kaputt ist, die Elektronik zu wechseln. Das dürfte eigentlich nicht gehen, wenn die ganzen wichtigen Daten da drauf sind. Außer zum Beispiel das Betriebssystem und die Bad-Sector-List ist auf der Platte gespeichert. Wenn ihr da Detail weißt, wenn ihr da Detail wisst, dürft ihr euch gern bei mir melden. Ich erlaube mir jetzt immer noch etwas irritiert zu sein, weil mir fehlt jetzt hier noch der Magnet. Der müsste aber hier drin sein. Vielleicht habe ich euch auch angelogen. Schaut doch mal da genau hin. Wenn ich jetzt den Kopf bewege, dann habt ihr gesehen, dass hier dieses Häkli aufgeht. Und wenn ich ihn nach hinten wieder zurück in die Grundposition bringe, dann verhackelt sich das. Das ist interessant. Das ist also der Endanschlag und danach ist es dann auch gar. Oh, das quietscht, das tut mir richtig weh. Aber naja, es ist ja für euch. Ich war jetzt echt gerade überrascht. Weil manchmal geht es komplizierter, als man denkt, und manchmal einfacher. Die haben einfach hier diesen Neodym-Magneten, der hält das ganze Zeug schon einigermaßen zusammen. Und hier ist jetzt endlich der Magnet. Und ich habe euch ein bisschen angelogen. Aber machen wir erstmal größer. Da seht ihr jetzt das Flachbandkabel hier. Hier seht ihr den Magnet, der zusammen mit dem Neodym-Magneten eben dafür sorgt, dass eben eine Kraft entsteht, damit der Kopf bewegt wird. So, das ist schon ein ziemlich geiles Stück Mikromechanik. Hier sieht man noch die Köpfe.
Da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich die verbogen habe. Nee, die drücken eben logischerweise auf den Platten dann auf beiden Seiten auf. Geile Scheiße, geile Scheiße. So, an der Stelle werde ich dann aufhören und den Motor jetzt nicht weiter zerlegen. Ich denke, das ist einfach immer ein brushless Motor. Also ich rate mal ein bisschen. Hier steht Apple drauf, also wird da der Prozessor sein. Dann sieht das hier nach, das werden wir nachher bestätigen, Tastentreiber aus. Hier geht es irgendwie irgendwo hin, wahrscheinlich zu dem Anschlüssen der Tasten. Wahrscheinlich Displaytreiber, hier Flachbandkabel zum Display. Und hier vielleicht Netzteil, Erzeugen von Spannungen. Naja, könnte ja sein, gell? Tja, und endlich mal vernünftige Schrauben. Geht doch. Sagt bitte jetzt nicht, ich soll nicht brutal sein. Ihr wollt es doch auch, oder? Ah, es klebt. So, das ist das Steuerrädchen. Okay. Aha. Also da sind die klickbaren Kontakte. Tak. Und man kann ja hier auch, stimmt das, ist das noch so? Man kann ja hier auch, wie soll man das sagen, rotieren. Aber das sieht gerade so aus, als wenn das die Leiterbahnen dafür wären. Jetzt müssen wir noch tiefer rein. Wenn sich jetzt die Pinzette in meine Finger bohrt, dürft ihr lachen. Aha! Seht ihr diese Kupfersegmente, diese einzelnen? Die dürften ja auch adressierbar sein. Das ist ein Touch-Controller. Wie auch immer genau der im Detail funktioniert, müsste man jetzt rauskriegen. Jedenfalls könnt ihr dadurch eben, ohne das Ding zu berühren, bla bla, wahrscheinlich kapazitive Effekte, denke ich mal, gibt es verschiedene Möglichkeiten, es zu realisieren. Jedenfalls ist das das Gegenstück zu dem Touch-Controller hier. Und klar, den mechanischen Taster, das versteht sie auch so, was das bedeutet. Und da haben sie auch, ich bin gerade überlegen, ob das irgendeine Art von sicherer Beschichtung sein soll, damit es nachher nicht mit Wasser empfindlich ist. Keine Ahnung. Hier sieht man auch das Display, das kann aber auch sein, dass mir das beim Rausmachen passiert ist. Da, das ist nur Metall, da ist nichts weiter dabei. Normalerweise müssten wir jetzt, wenn wir es zerlegen, eine LED und einen Diffusor finden. Ich schaue gerade, ob ich das jetzt hier noch rauskriege. Das ist ein bisschen besser zum Handeln. Ja, ich weiß, kaputt ist eh schon. So, jetzt hat es sich getrennt. Und was man jetzt hier erwarten würde, irgendwo sind LEDs, wahrscheinlich am unteren Rand. Und dann ist ein Diffusor, der das Licht hinter dem Display verteilt. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass LCDs so ein bisschen mein Steckenpferd sind. Nicht? Ah, jetzt wisst ihr's. Ah. Ihr wisst ja, mit Gewalt. Uah, das ist jetzt ein bisschen arg Gewalt. Ah, das, okay. So war es eigentlich nicht gedacht. So, an welcher Stelle hat sich's jetzt zerlegt? Das ist der Flüssigkristallteil, werde ich jetzt einfach mal raten. Übrigens, sollt ihr nicht zu Hause machen, gell? Ja. Ja, das ist natürlich noch eine Generation, die hat keinen Touch, gell? Das sieht mir jetzt nach Polfilter aus. Wahrscheinlich nur der Polfilter. Weil, das wollte ich ja eh schon mal wieder erklären, die Flüssigkristall-Displays funktionieren im Prinzip so, dass Licht durch einen Polfilter hinten polarisiert wird und vorne durch den Analysator dann dazu. Je nachdem, was das elektrische Feld mit dem Flüssigkristall gemacht hat, wird das Licht dann eben gedreht oder auch nicht. Und dann erscheint eine Zelle dann schwarz oder nicht. Und dann sind da natürlich noch Farbfilter, um diese verschiedenen Farben zu erzeugen. So, und jetzt haben wir den interessanten Teil. Aha! I told you so. Da sind LEDs. Und hier, wow, okay. Da ist was Glitzeriges, seht ihr? Und da ist eine Folie. Und das zusammen führt dazu, dass eben das Licht hier drin... Ah, da ist eine Diffusorfolie und nochmal ein Diffusormaterial. So, jetzt hat er. Die LEDs strahlen hier ein. Und dann sind diese beiden Folien dafür verantwortlich, dass das Licht gleichmäßig verteilt wird. Es könnte sogar sein, dass eine von denen noch ein Polarisator ist. Wie kriegen wir das raus? Nein, ist sie nicht, weil ich habe die jetzt gerade gegeneinander gehalten und gedreht. Und die hier ist kein Polfilter. Das ist jetzt der eigentliche Kristall, also die eigentliche Displayfolie. Anschlüsse, hier wird irgendwo noch eine Elektronik sein, weil das Ganze besteht ja auch aus einer Zeilen- und Spaltenansteuerung und je nachdem, wie ich es versucht habe vorher zu erklären, werden hier einzelne Flüssigkristalle verändert und die drehen dann die Polarisation. Also hier wird die Polarisation gedreht. Hier, machen wir es mal so, damit ihr dann einen Überblick habt. Hier ist die Lichtquelle. Hier wird... Ich denke mal, hinten wird noch ein Polfilter sein. Hier wird die Polarisation erzeugt und gedreht. Und vorne ist der Analysator, also der Polarisationsfilter, der nachher entscheidet, ob ein Feld dunkel oder hell wird. Ja, das ist eigentlich jetzt das Display gewesen.
So, jetzt sind wir eigentlich am Ende, weil das Video ist eh schon lang genug. Als nettes Detail zum Beispiel hier das Metallgeflecht, das dann nachher mit der Rückwand hier kontaktiert. Das ist dann zur EMV-Stabilisierung, würde man sagen, damit die Abschirmung hier geschlossen wird. Ja, auf der Innenseite war auch noch was. Hier diese Folie. Da würde ich sagen, ich weiß es nicht, was deren Aufgabe ist. Ob die jetzt im Zusammenhang mit dem Touch irgendeine Aufgabe hat, macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Also da, falls jemand von euch weiß, für was diese Innenfolie hier ist, da ist jetzt auch nichts elektrisch leitfähiges drauf. Kann man es auch richtig schön wegkratzen und wegziehen. Also reine Isolation, macht eigentlich keinen Sinn, weil Kunststoff ist ja schon isolierend. Also hier bei der Folie bin ich mir unsicher. Hier das normale Fenster, ja, mei, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Im Nachhinein wundert es ein bisschen, das kriegt ihr jetzt nicht mit. Das Display ist schon wieder relativ dick. Aber na gut, das ist halt auch eine Technik, die ist schon eine Weile alt. So, das war's einmal. Ich wollte schon lange mal so einen alten iPod zerlegen, der noch eine mechanische Platte drin hat, weil die modernen mit dem Flash-Speicher sind relativ langweilig. Vielen Dank nochmal, Markus. Sorry, ich bin zu dem Samsung-Handy bin ich jetzt nicht mehr gekommen, weil das Video wird eh schon so lang. Also nochmal vielen Dank, dass du mir das geschickt hast. Schreibt vielleicht mal kurz drunter, ohne jetzt lange Kommentare zu schreiben, welcher Teil euch interessiert hat. Ist das für euch interessant, so ein Gerät so von innen mal anzugucken und ein bisschen durchzuanalysieren? Ich denke mal, vor allem die alten sind mehr interessant. Interessiert euch das oder seid ihr mehr an Reparaturen interessiert? Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Reparatur von dem Graffi da, allein das, da habe ich echt nicht die Geduld, dieses Gehäuse hier aufzumachen. So schön das im Prinzip ist, und wenn ihr jetzt hier mal diese Klammern hier anguckt, dann seht ihr das, also es ist lösbar, aber schon bei der Anleitung von iFixit, die ich ja vorher angeguckt habe, steht schon, man muss sehr viel Geduld mitbringen. Beim Gerät, das defekt ist, sehe ich das nicht ein. Und da muss ich sagen, ich hätte wahrscheinlich ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden gebraucht, um das hier sauber zu zerlegen und die Festplatte hier sauber zu zerlegen. Das macht aber eigentlich keinen Sinn. Das ist jetzt halt der Stil, den wir bei solchen Teardowns hier machen. Das passt euch jetzt oder passt euch jetzt halt nicht. Ich sag noch geschwind, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, ihr wisst, unten in der Videobeschreibung sind da noch Affiliate-Links. Ihr könnt da bei eBay oder bei Amazon einkaufen, ohne dass es für euch teurer wird. Ein bisschen was geht dafür dann an mich. Es gibt noch PayPal und Patreon. Ich muss mal wieder eine Liste meiner Patreon-Supporter machen. Da gibt es einige, die den Kanal schon sehr lange unterstützen. Und bei denen möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken, weil die machen es möglich, dass man dann auch wieder solche Videos wie eins der vorherigen, zum Beispiel mit den Steckdosen leisten, ja, dass man das machen kann. Weil da, hier kann ich mich nur bei euch bedanken, wenn ihr mir solche Sachen schickt. Und ihr müsst Geduld haben, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, wenn ihr mir sowas schickt, weil das dauert immer eine Weile, bis es dran ist. Ja, in dem Fall über ein halbes Jahr. Habe jetzt nicht laut gesagt. Also dann. Dankeschön, Servus und bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss vielleicht mal für alle, die noch nie einen kaputten Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akku genauer gesehen haben. So sieht das Ding jetzt aus, hat schon ein paar Dellen. Also das ist jetzt was, da würde ich jetzt sehr vorsichtig sein. Das Ding ist ja schon entladen, aber das wird jetzt fachgerecht natürlich entsorgt. Ja, solche Sachen möchte ich auch nicht zu viele zu Hause haben. Sieht zwar noch ganz gutmütig aus, aber wer weiß, wie lange das noch gut geht. Servus.